Ich bin ein schwuler Ninja. Hallo? Wow, da ist ja einer. Die Blume hat mich geschützt, wie mich die Blume gerettet hat. Danke, Blume. Aber dann kann man manchmal nicht aufhören. Das ist so, wie man in die Steckdose langt, weißt du? Du bist geschockt, es tut weh, kann ich aber nicht aufhören. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde der Road to Bad Motherfucker. Wir haben es geschafft, die 5000 Subs sind erreicht. Ich bin gespannt, was wir dieses Jahr noch so schaffen. Ich werde heute auch einen kleinen Aufnahmemarathon machen, damit ich für nächste Woche, für meine letzte Prüfwoche, dann genug Material habe, weil mich hat das jetzt in der vorherigen Woche wirklich fast in den Wahnsinn getrieben mit der Scheißlernerei und den ganzen Videos, beziehungsweise eben den Nicht-Videos. Denn ich hätte gerne viel mehr gemacht, viel Besseres gemacht, aber wenn man keine Zeit hat und dann auch noch so unter Stress oder unter Druck steht, dann ist es schwierig. Ach genau, ich habe es im Video von gestern oder halt von morgen, ich weiß ja nicht, welches zuerst kommt, schon angesprochen, ich sag's dir aber einfach nochmal. Dieses Knife wird ja ein Giveaway, also dieses Knife wird vergiveawayed. Da wird eine recht große Sache drumherum gebaut, gekoppelt mit Livestream und YouTube, beziehungsweise mit Twitch und YouTube. Wie gesagt, es wird auch von der Zeit her eine etwas längere Geschichte, natürlich, das Teil kostet irgendwie 230 Euro. Das kann man ja nicht einfach so, hier hast es. Da werden wir eine richtig schön große Geschichte draus machen. Da freue ich mich schon drauf. Wenn ich dann Semesterferien habe, kann ich es auch gescheit ausarbeiten. Ja, du Lurch, Foxy. Er hockt einfach da in der Ecke rum. Bis jetzt bin ich irgendwie unzufrieden, wie es mit der Runde läuft. Oh, guck mal, er hat diese Terminator-Waffe. Die Directive, die Direktive. Die sieht schon gut aus. Wie so aus jedem Future-Spiel der 90er. Da hat man immer solche Robocop-Waffen gehabt. Apropos 90er, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Aus welchen Jahren kommt ihr denn? Wann wurdet ihr geboren? Was ist euer Baujahr? Meins ist 90, also 1990. Wie sieht's bei euch so aus? Man wird ja leider doch immer älter. Und dennoch werden nach wie vor Leute geboren, die dann jünger sind als man selbst, ne? Da macht Sinn. Naja, ich würde eher mal aufpassen, dass von hinten nichts kommt, Jungs, ne? Da höre ich doch schon irgendjemanden steppen. Merkst du was? Wenn ich es sage, ey, und ich habe die scheiß Bombe einfach nicht droppen können, sonst hätte ich den genatzt hier. Also sonst wäre ich früher hier gewesen. Ich scroll rum und ich finde die Kackbombe nicht. Ich hoffe, das war der, der hier gerade gefallen ist. Ey, sieht sehr, sehr gut aus. Ja, muss ich die Scheiße. Ah, okay, der Molly ist wieder weg. Oh, bro, 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 bro. Oh, das war der letzte. Irgendeiner hat One Connector gesagt und ich dachte, okay, wir sind mindestens zwei, wenn ich einen auf CT sehe. War das etwa eine Fehlinformation? Oder hat er den dann gekillt und ich hab's nicht mitbekommen? Hab ich schon wieder zwei Flashes? Oh, ich hasse es, zwei Flashes zu haben. Sackt voll, Alter. Sackt voll. Nein. Sag mal, warum kommt hier keine Sau mit? Ich gehe ja voll ab auf A und die Pissbacken gehen woanders hin. Gut, ich weiß, man soll sich nicht auf seine Mates verlassen. Alles klar, sorry. Ich weiß, ist gut. Nett, weiterschießen. Ich bin so bescheuert bei sowas. Ich will dann einfach aufhören zu schießen, weil ich genau weiß, jetzt veraim ich. Aber dann kann man manchmal nicht aufhören. Das ist so, wie man in die Steckdose langt, weißt du? Du bist geschockt, es tut weh, kann ich aber nicht aufhören. Ja, nice. Guck mal da, wie viel habe ich ihm gegeben? 158. Hä? 68, alles klar. Ich habe schon 12 Kills auf der Rede. Die ist so tight, ne, du? Ey, die ist so tight, du, ne? Obwohl ich auch eine Tech-9 Avalanche hätte, aber... Da ist kein Ständdreck dran, ne? Ich spiele die schon, aber da ist halt kein Ständdreck dran, ne? Schade. Da ist kein Ständerdreck dran. Mich schränkt dieses scheiß Mikrofon so ein. Ich kann meinen Arm nicht gescheit bewegen. So ein Mikrofonarm, den ich mir hier an den Tisch klemme und den ich, dass ich voll rumschieben kann, dass dann das Teil eher so von oben kommt, wisst ihr? Oh Gott. Von hinten. Von Jungle. Ah, ja, renn rein, renn rein. Oh, fuck. Nice. Warum habe ich das eben wieder gemacht? Warum habe ich die Granate so geschmissen? Ich finde, an sich war der Granatenwurf keine schlechte Idee, aber ich hätte sie bei mir drinnen gegen die Wand, weißt du, bei Stairs und dann da hindopsen sollen, lassen sollen. Dödel, dödel, bum, bum, zack, zack, piggy, fuck. Das wäre was geworden, nicht so? Wie so ein räudiger Hund. Bro, geh dir mal vor, ich hab die Bombe. One other pass. Vielleicht schaue ich mal Richtung B. Das Window ist clear, beziehungsweise noch ganz. Wie looks good. Ich gehe jetzt mal schnell hier hoch. Ach komm, ich will schnell hochgehen. Was passiert? Nix, nix. Einer ist es noch. Ciao, ciao. Huhu. Ha! Snitchhammer. Oh, der Mate ist verreckt. Oh, der wurde abgeknallt, okay. Es war ein AWP-Schütze auf Mitte. Ein Scharmützel wurde vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass auf B keine AWP steht. Aber eine Autosnipe! Um nochmal meine Frage von vorhin aufzugreifen. In welchen Jahren, in welchem Jahr wurdet ihr geboren? Hey, Brö. Ey, fuck, man, er hat mich ultramäßig geblockt. Ich will nach links weg und er steht da. Super, fast half HP, Mann, scheiße. Ach ja, und da habe ich sogar noch eine etwas wichtigere Frage. Oh, sorry. Ah. Welche Länge an Videos gefällt euch in Minuten eigentlich hier am meisten? Oder was hättet ihr am liebsten? Beziehungsweise was ist euch, wo sagt ihr, das ist mir zu lang, das ist mir zu kurz? Wie sind da eure Meinungen? Ich habe schon oft geschrieben bekommen, dass die Leute gerne hätten, dass die Videos länger werden. Andere haben mich wiederum genau wegen der Kürze und Würze der Videos gelobt und gesagt, hey, yo, geil, Mann, so ein knackiges 5, 6, 7, 8 Minuten Video, perfekt für meinen Tagesablauf, noch kurz entspannen, aber nicht wirklich sich festbeißen müssen. Wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Wo ist das Minimale und wo ist das maximale Limit für euch? Ich hätte dem Kollegen einfach 36 in 1 gegeben. Jetzt muss ich P90 nehmen. Ich habe das nicht gerafft. Ich hätte ihm was droppen sollen und habe dann aber meine ganzen Granaten gekauft, auf
die hätte ich verzichten können. Oh, geil. Liegt eine kostenlose Waffe rum. So ein Unglück aber auch. Du Fico! Jedes Mal schießt es auf uns, Mann. Wir machen doch gar nichts. Vielleicht machen wir doch was. Soll ich den Monanzo da drin? Okay, 3, 2, 1. Whoop! Ich weiß nicht, warum das kein Headshot geworden ist. Hätte eigentlich einer sein sollen, aber naja. Der Feind hat es wohl nicht verstanden, dass er jetzt tot umfallen soll. Das gute alte kulturelle Problem. Ja. Die Autosnipe ist die P90 unter den Scharfschützengewehren. Habe ich das richtig gesagt? Oder richtig erkannt? Welches Knife ist die P90 unter den Knives? Wollten wir nicht rushen? Wir wollten doch waschen! Was ist das? Ich guck runter, anstatt den abzuknallen, der auf mich zielt. Ich schieß lieber auf die, die mich nicht im Blick haben. Das macht am meisten Spaß. Super Ego. Super Ego, Jungs. Aber immerhin haben wir hier scheinbar kein kleines Kind dabei. Das freut mich sehr. Jetzt nehme ich einfach mal wieder Deagle, ich alter Drecksack. Das war früher immer meins. AWP und Deagle, das war die Kombi. Und wenn ich es weggepimmelt habe, also bei SOS, bei 1.6, naja, vielleicht. Ich habe auf der jetzt noch 0. Da muss jetzt dringend ein Kill drauf. Bei Connector steht einer. Gut, der kommt jetzt sicherlich gleich. Achtung. Schade, dass das kein Header war. Another one on the pass, attention, Papa. Und da haben wir den ersten Kill drauf, Jungs! Wie sieht's hier aus, Grün? Was machst du da? Den habe ich schon mal ordentlich gepimmelt mit meiner Handcannon. So. Bitch. Er sagt nicht, dass er kommt, ne? Krass. Finde ich frech. Finde ich richtig frech. Also nicht der Feind, sondern mein Mate, ne? Er sagt nichts an. Er hätte ruhig sagen können, dass er irgendwie kurz vor ihm steht oder so. Jetzt nehme ich halt hier eine Wumme mit. Ja, geil, Mann. Eine Schrotflinte. Kann mich verarschen. One shot. Oh Gott! Oh, yes. Ah, oh, fuck. Scheiße, Mann, da will ich safe und dann ist einfach noch einer da. Aber Leute, die Deagle gekauft, 3 Deagle Kills gemacht, was will man mehr? Junge? Oh, Junge, Junge, Pluto. Mickey ist gut, ich muss mich konzentrieren. Let's go, Bay. It sounds like A, but it's Bay. And it's filmed and directed by Michael Bay. Nein, was? Oh mein Gott, nein. Was? Wonder which PN mit. Das ist doch lächerlich gerade, oder? Ich bin zu 100% davon ausgegangen, dass dieser Schuss ihn killt. Man hat es vielleicht gemerkt, ne? Ich habe dann sofort aufgehört. Ich dachte, gut, er ist tot. Ich habe dran vorbeigeschossen. Bin ich gelaufen noch oder was? Oder bin ich besoffen? Kann gerade die Räudigkeit nicht in Worten fassen. Das wäre eigentlich ein easy Ace geworden hier bei mir. One window. 4 HP left of city. Sag mal! Ah, nein! Das ist ein Pisser. Ach, wir geben doch jetzt nicht direkt die erste Runde hier bei... Wir geben sie ab. Ah, Connector. Er hat einen Defuse, sehr schön, das ist schon mal gut. Er holt sich lieber eine Glock, wie mit den Elites zu spielen, ist der bescheuert? Nice. Das war ein geiler Move, aber warum nimmt er sich eine Glock? Er weiß, der Gegner ist auf der, auf dem Spot, also in der Nähe. Da habe ich viel, viel lieber die Elites. Da kann ich so, bam. Die Elites sind die P90 unter den Pistolen. Mhm. Sehr, sehr schön. Wie sieht's bei mir aus? Ich bin Vorletzter. Naja, immerhin wird's hier ein Sieg. Ich habe halt auch einfach jetzt wieder Pech, die Runde. Mit meinen Begegnungen hier, dass ich so gucke und dann bin ich halt auch schon direkt. Oh, ja. Die sagen wieder nichts. Die sagen wieder nichts, die Mates, ne? Die Bombe ist auf B, sie haben die Bombe auch down und noch einen gekillt, noch zusätzlich halt. Und es wird aber nichts durchgesagt, von wegen jetzt B oder Bomb ist und B. Irgendwas. Nichts. Nice. Und diese dritte Runde bei City holen wir uns auch noch. Ich weiß es. Er gibt mir noch einen Header. Krass. Habt ihr gesehen, die Smoke geht auf, aber er hat mich halt gesehen. Ich habe mich nicht bewegt. Er wusste also, wo ich stehe. Dann drückt er mir noch einen rein. Alles klar, okay. Ohne mich können sie es einfach nicht schaffen, die Runde. Das sage ich euch direkt. Sie haben die Runde geholt ohne mich? Respektabel. Er meint, er liebt diese Autosnipe hier, unser erster mit seinen 25. Er sagt, shoot and kill. Greatly. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, mein Auto war kurz, also nicht kaputt, aber es sprang am Prüfungstag, natürlich am Tag der Prüfung, wann sonst sprang es nicht an. Ich war dann echt kurz leicht nicht erotisch erregt, habe dann aber zum Glück das Auto meiner Schwester nehmen können, um zur Prüfung zu kommen. Yay! Ah! Und ja, wie gesagt, mein Auto ist zum Glück nicht wirklich kaputt, sondern also die Vermutung war schon von vornherein, dass halt einfach die Batterie ist. Und die Batterie ist es auch, sie ist erstens mal leer gelutscht und zweitens ist das destillierte Wasser komplett weg. Ich weiß auch nicht, ich muss, vielleicht ist er auch kaputt, ich muss mal schauen, was da los ist. Es geht eigentlich nicht, dass da drin das Wasser weg ist. Über den Lamellen muss ja so ein bisschen, da muss ja so ein bisschen das Wasser drin stehen. Zumindest, dass die Lamellen so ein bisschen bedecken, da war einfach nichts mehr. Sie war nur noch ein bisschen feucht, aber jetzt habe ich wieder Dest-Wasser nachgefüllt und bin sonst soweit eigentlich zufrieden. Ich lade sie jetzt gerade auf und dann müsste ich wieder rumblubbern können mit meiner Karre. Ja! I love you. Yeah. Love you too. Und ich werde geliebt. Geil. Mann, das ist schön. Auto geht und ich werde geliebt. Super. Super Neuigkeiten. Da wackel ich direkt ein bisschen mehr Messer. Mm. Wir sind ziemlich nice und sie haben einen mit einem High-Ping bei sich drin. Muss man ihnen noch zugute halten oder zu schlechte halten halt. Zwei haben einen Ping, der über 100 liegt. Es ist schon hart, natürlich, wenn man so bepinkt ist. Ich kenne es ja von den Livestreams, ne? Wenn es bei mir dann laggt, da kann ich auch nicht viel reißen. Wow, da ist ja einer. Die Blume hat mich geschützt. Wie mich die Blume gerettet hat. Danke, Blume. Nein. Blume, wo warst du jetzt? Die Blume hat zuerst ihn geschützt, weil sie ihn verdeckt hat. Ich habe ihn nicht gescheit gesehen, ne? Aber dann hat sie sich gesagt, fuck, ist das der Dummbabbler? Und hat sich ihr Hemd aufgerissen. Pff.
steht da und beschützt mich einfach, Alter, krass. Dann habe ich sie gefickt. Nein, gar nicht. Ihr Schweine. Hallo. Widerlich. Guck mal, was der für eine schicke Scotch Wenny hat, Alter. Der ist voll orange, blau, grün. Guck mal, ich wackel jetzt auch mit der rum. Ich mal damit einen Kreis. Jungs, guck mal, dieser Mate hier und der hier und der da und der, die sind gut. Ich hingegen bin auch gut. Ich kann nämlich meine Waffe hochschmeißen und fangen. Während ich mit der Waffe wackel. Oh mein Gott, ich bin so ein richtiger Clown, ne? Lalalala. Er hat seinen Namen gechanged. Okay. Cheats activated. Shitty. Er schmeißt immer seine Waffen weg und kauft sich die Autosnipe. Man merkt, Autosnipe hat wohl echt einen Vorteil, ne? Vielleicht sollte ich da auch mal zugreifen. Es ist einfach geil, dass die auch recht viel Schaden macht und man mit ihr durch die Bank einfach ballern kann. Also nicht durch die Bank, sondern durchgehend schießen kann. Dass sie eben halbautomatisch, beziehungsweise semi-halb, dass sie, ja, ist gut. Ist gut, das Teil. Der Platz hier gut, Leute, ist der gut. Ja, ist er. Ich hätte ein bisschen früher reagieren sollen, damit der Mate nicht gefickt wird. Ha! Hu! Ha! Ich bin ein schwuler Ninja. Hallo? Oh. Oh! Was ist er? He was hacking? Nee. Jetzt fangt nicht an, so eine Scheiße zu labern. Hier hackt jetzt keiner. Ich will nichts hören. Sobald die sich diesen Verdacht eingeredet haben, spacken sie sofort ab. So von wegen, der hackt ja eh, wir verlieren jetzt oder so. Alter, das ist, den Leuten gehört das Knick umgedreht, wenn sie so eine Scheiße labern. Jumon, da ist eine Lampe. Oh, wie unglücklich. Der Mate hinter mir hat den gerade gekillt, als ich ihn... Und so, ich rush jetzt hier durch. Oh Gott, ich rush doch nicht durch. Da steht einfach einer mit einer AWP oder so. What? Haben die sich hochgepusht? Nice. Da haben wir die Runde schon gewonnen. Nice. Gut, ich war jetzt nicht ultra gut. Ich war wirklich nicht ultra gut. Aber hey, win is win, oder? Und wisst ihr was? Ich habe, seitdem ich weiß, dass Twitch... Ja, die Streamer auch, also bei CSGO, nach Rank sortieren kann, wenn man das möchte als Zuschauer. Deswegen gucke ich mal, dass ich vielleicht auch etwas besser werde. Natürlich will ich auf keinen Fall meinen üblichen Shazam unterbrechen, irgendwie runterspielen oder wie auch immer. Also meine Art eben zu recorden. Aber ich versuche das Spiel etwas ernster zu nehmen und nicht immer nur so... Aber die Pflanze hat mich echt fett gerettet vorhin. Alter! Ich erwarte natürlich mindestens 95 Daumen auf diese Folge hier. Vielen Dank, macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Doppelfeuerzeug-Power. Diese kämpfen. Krass, guckst du dir auch. So darn, dude. So fucking darn.